Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys und einem weiteren Unboxing. Ja, wir werfen heute einen Blick in diesen Bausatz von Flyhawk. Ich glaube, die Nummer sagt, dass es tatsächlich das erste Modell von denen ist. Da bin ich nicht ganz sicher. Es ist ein Riesenkarton. Ich weiß gar nicht wieso, weil die Modelle werden wir gleich sehen. Es ist ein FT-17 in 1 zu 72. Es ist halt winzig, ne? Aber dafür sind immerhin zwei drin. Das Boxart gefällt mir schon mal sehr. Das ist mal was anderes hier mit dieser Karte im Hintergrund. Hier vorne stehen nochmal ein paar technische Parameter. An den Schriftzeichen erkennt man, wenn ich mich nicht irre, Flyhawk ist ein chinesischer Hersteller. Ah, hier ist auch nochmal ein bisschen was zur Geschichte. Ich hatte jetzt keine Lust, großartig was zur Geschichte zu erzählen, weil ich einfach. Ja, da müsste ich mich selber erst schlau lesen. Über den FT-17 weiß ich nicht viel. Außer, dass er niedlich ist und ich ihn haben wollte. Ja, dann schauen wir mal rein in das Ganze. Nicht ganz billig leider. Ich habe jetzt auf der Messe 21,50 dafür gezahlt. Ich glaube so irgendwas um die 20, 22 ist glaube ich auch der Normalpreis für Modelle von Flyhawk, aber dafür kriegt man halt eine Top-Qualität und zumindest bei kleinen Fahrzeugen zwei Bausätze. Fangen wir mal mit der Anleitung kurz an. Hier sehen wir die Spritzlinge, halt alles doppelt vorhanden. Hier sind auch ein paar Teile im Slide-Mold-Verfahren mit mehrteiligen Formen erstellt worden und liegen quasi lose bei. Ganz lose natürlich nicht. Decals haben wir, oh, und Foto-Ätzteile haben wir auch. Ja, das rechtfertigt auch den Preis. Ja, hier ist dann der Zusammenbau. Sehr schön in einzelnen Schritten das Ganze gut aufgeteilt. Nicht, dass man irgendwie überfordert ist, so wie bei einigen Ace-Modellen, wo tausend Teile in einem Schritt angebaut werden, irgendwie, wo man wahnsinnig wird. Und was ich sehr cool finde, wir haben hier tatsächlich auch zwei Varianten drin, nämlich einmal mit einer kleinen Kanone und einmal mit Maschinengewehr. Können also beide Varianten bauen. Ich glaube, wir haben den Turm an sich aber nur einmal je Panzer quasi, ja. Das heißt, wir können nicht irgendwie den Turm wechseln, so Tabletop-mäßig. Aber das macht ja nichts. Wir haben auf jeden Fall zwei verschiedene Varianten, die man bauen kann. Nochmal Bemalvorschläge in Farbe, das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Weil in Schwarz-Weiß ist das auch immer ganz nett und mit ein bisschen Fantasie kann man auch nachvollziehen, wie das aussehen soll. Aber in Farbe ist so ein Profil doch immer deutlich aussagekräftiger und man hat eher ein Gefühl dafür, gerade wenn man das vielleicht noch nicht gebaut hat, das Modell, wenn man noch relativ neu im Hobby ist oder so. Welche Farben zusammen wie wirken, wie das aussieht, was schön ist. Das kann man besser beurteilen, wenn man es in Farbe hat als in Schwarz-Weiß. Finde ich. Ja, die Teile sind alle nochmal einzeln verpackt. Also nicht einzeln, ne, sondern halt gruppenweise in so Tütchen verschweißt. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Ach, hier unten haben wir nochmal Sicherheitshinweise oder sowas. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. Hier haben wir Decals und Foto-Ads-Teile. Sieht jetzt auf den ersten Blick so aus. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ja, das ist ein Zip-Beutel, wunderbar. Dann schauen wir da mal kurz rein. So, die Foto-Ads-Teile. Ja, die sind zweimal vorhanden. Muss ja auch für zwei Modelle. Jetzt hatte ich einen kleinen Moment befürchtet, das wäre nur irgendwie einmal drin. Das sieht nach sehr, sehr guter Qualität aus. Ist die Frage, wie leicht sich das biegen lässt, aber das wird sich dann zeigen. Ich glaube, allzu viel ist da nicht zu biegen und vor allem auch nicht allzu große Teile. Das sollte relativ easy sein. Decals, haben wir zwei Decal-Sheets dabei oder ist das nur einer? Ja, das ist halt nur ein Decal-Sheet, aber gleichzeitig, wenn man zweimal dasselbe Modell hat, dann will man ja auch nicht zweimal dieselbe Variante davon bauen. Vermutlich. Ist also in Ordnung, dass der jetzt nicht doppelt vorhanden ist. Dafür gibt es halt mehr Varianten, als die Anleitung hergibt, glaube ich. Ich glaube, die eine Variante war ganz ohne Decals und die andere mit ein paar davon. Und hier sind noch deutlich mehr Varianten vorhanden, so wie das aussieht. Da müsste man dann mal vielleicht ein paar Online-Quellen recherchieren, wenn man eine bestimmte Variante bauen möchte. Aber ansonsten mache ich das ja auch ganz gerne mal freischnauze.
So, ich fange mal hier mit der Wanne an. Denn da ist auch noch ein Teil vom Erdsporn drin, das sehr zerbrechlich aussieht. Und das ist so da zusammen in die Tüte gequetscht. Ich hoffe, denen geht's noch gut. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen drum. Nee, das sieht aber tadellos aus. Alter Schwede, ist das eine Qualität. Wow. Man sieht ja, das Modell ist so groß wie ein Daumen ungefähr und ich habe relativ kleine Hände. Und die Details sind echt fabelhaft. Richtig, richtig gut. Absolut sauber gegossen. Vollkommen fehlerfrei. Noch hier dieser Erdsporn-Teil. Auch filigranes Ding. Aber es geht ihm gut. Schwupp. Schwupp. Ich muss das mal kurz vergleichen. Ich muss mal kurz einen richtigen Panzer holen. Ja, verglichen mit einem richtigen Panzer wie einem KV-85 ist das schon wirklich sehr, sehr, sehr niedlich. Ich kann den Huckepack tragen, ohne weiteres. Der T-37, der ist sogar ein kleines Stückchen kürzer. Der wahrscheinlich kleinste Panzer, den ich bisher gebaut habe. Dafür ist er wesentlich breiter. Also selbst neben dem T-37 sieht so ein FT-17 immer noch niedlich aus. Cool. Hab gerade gesehen, ich habe mich vertan. Das war gar nicht der T-37, das war mein T-38. Macht aber nichts, das tut sich nicht viel. Der T-37 ist nur noch mal ein kleines Stückchen schmaler. So, dann haben wir hier Fahrwerke, Türme und ich glaube das Antriebsrad. Fahrwerke, die Ketten. Das eigentliche Fahrwerk ist noch woanders. Das ist toll, dass man hier auch auf der Innenseite richtig schön Details hat von der Kette. Wobei, ich glaube, das ist die Seite, die man eh nicht mehr sieht. Das hier ist, glaube ich, die Außenseite. Also die, ne, nach außen vom Fahrzeug weg zeigt. Und deswegen müsste die zum Fahrzeug hin sein, wo dann die Laufrollen noch reinkommen und alles. Cool. Gott, wie winzig dieser Turm ist. Oh Mann. Und da haben die eine Kanone reingequetscht. In diesen Turm. Der ist ja... Das ist ja nix. Süß. Ja. Und die Räder. Auch sehr, sehr cool. Dann schauen wir uns mal die in Anführungsstrichen großen Gussrahmen an. So, das ist dann der einzige richtige Spritzling, der einzige richtige Gussrahmen, der beiliegt. Und der ist tatsächlich relativ groß und enthält relativ viele Teile dafür, dass das so ein winziges, relativ einfaches Fahrzeug ist. Und jetzt habe ich sehr viel relativiert. Um das zu verstehen, muss man die Relativitätstheorie verstehen. Oder so ähnlich. Ich glaube, es sind aber viele Teile auch für verschiedene Varianten gedacht. Also wir haben hier zwei verschiedene Turmkuppeln. Wir haben hier, das sind glaube ich die Luken für den Turm. Einmal in rund für den runden Turm und einmal in gerade für den eckigen Turm. Hier sieht man es auch nochmal, der achteckige Turm oder der runde Turm. Ist halt für beide Varianten gedacht, das sind die Drehkränze davon. Das Maschinengewehr und hier das Geschütz, dessen Mündung sogar aufgebohrt ist, was man hier wahrscheinlich nicht wirklich erkennen kann. Doch, da sieht man es. Ja, also Geschützmündung ist bereits offen und das bei einem, ich glaube es ist eine 37mm Kanone, die man da reingezwängt hat. Eine sehr kurzläufige. Das ist schon cool. Und offenbar, wenn man sich hier die Form so anguckt, sind die hinteren Räder die Antriebsräder gewesen beim FT-17. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem viel zu wenig aus. Der Urahn aller modernen Panzer. Aber, ja. Ahnung habe ich von dem halt noch nicht viel. Aber ich habe genug Ahnung von Modellen, um zu sehen, dass das hier alles wirklich, 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 wie wir gerade schon bei den anderen Teilen gesehen haben, eine absolute Top-Qualität ist.
Also das wird eine Riesenfreude sein, dieses Modell zu bauen und es zu bemalen und zu altern. Da gibt es auch ein paar sehr schöne Modellfotos von einem Modellbauer, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, auf der Seite von Hank of Holland. Ja, da sind ja auch immer mal wieder gebaute Modelle von den verschiedenen Herstellern. Und da ist halt auch dieser FT17 dabei und da sind welche. Alter, sind die gut. Das sieht absolut nicht aus wie 1 zu 72. Das sieht aus wie. Selbst für 1 zu 35 sieht das noch zu gut aus. Das sieht aus, als wäre das ein 1 zu 16 Modell. Aber es ist das 1 zu 72 Modell von Flyhawk, das der Typ da gebaut hat. Unfassbar. Auch das Maschinengewehr hier wirklich. Klasse Details. Alles sehr, sehr sauber gegossen. So ein paar kleine Gussgrate muss man wegschleifen, klar. So ein Mini-Bisschen hat man immer. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Hier nochmal das Geschütz. Und was auch ziemlich cool ist, hier die Turmluken, wie gesagt, für runde und eckige Variante gehe ich von aus. Die haben sogar auf der Innenseite Details. Die Fahrerluke hier, die leider nicht. Das ist hier die Luke für den Fahrer. Und die hat halt leider keine Details. Aber die Turmluken, weiß nicht, ob man das vernünftig erkennen kann in dem Video, die sind sogar von der Innenseite detailliert. Die könnte man also offen darstellen, dann kann da irgendeiner rausbaumeln oder sowas. Auch wenn keine Figuren beiliegen, aber sowas kann man ja zurüsten. Ja, ich bin begeistert. Flyhawk hat noch ein paar andere Modelle im Sortiment. Ist nicht immer so leicht zu bekommen, deswegen war ich jetzt auch froh, dass ich da auf der Messe noch welche gekriegt habe. Aber ich glaube, jedes Modell von denen ist in der Qualität und jedes Modell oder die meisten Modelle von denen sind auch relativ exotisch. Also sie haben verschiedenste Varianten von, oh, was ist denn das? Der Panzerkampfwagen 2 Ausführung L oder so? Oder F? Irgendwie sowas. Schaut selber nach, wisst ihr vielleicht auch selber, keine Ahnung. Ansonsten haben sie, glaube ich, noch einen Königstiger, das ist jetzt nicht ganz so exotisch, aber ist dann vielleicht, wenn das dieselbe Qualität ist wie das hier, ist das vermutlich der beste Königstiger, den es am Markt gibt. Wahrscheinlich, oder zumindest auf Augenhöhe mit dem von Dragon. Da kann kein großer Unterschied mehr sein. Ja, coole Firma. Ich freue mich sehr auf das Modell. Aber meine Franzosen fange ich dann irgendwann mal in ferner Zukunft an. Also das wird erstmal eine Weile in der Versenkung verschwinden. Aber ich wollte zugreifen, solange es das noch gibt. Die Modelle vom ebenfalls chinesischen Hersteller S-Modell, die ja auch sehr hochqualitativ sind und auch immer im Zweierpack kommen, die kriegt man ja in Deutschland auch kaum noch. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber bevor das hier bei Flyhawk auch noch passiert, dachte ich, greife ich lieber mal schnell zu. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.